Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte ja im Odin mal shoppen die Skyboxen gezeigt und habe das gestern im Stream gesagt und da wurde von euch ja gewünscht, dass ich die ganze Anschlussgeschichte der Skyboxen auch mit aufnehme. Und weil ich die ja hier zu Hause einrichte für meine Mutter und meinen Vater, mache ich das jetzt hier einfach mal mit euch oder für euch. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das hier mache. So, wir haben halt, wie gesagt, ein Anleitungsheft mit bei. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Dann haben wir hier mit der Sky-Karte hier drin. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Deswegen einfach hier so ein Sky-Brief. Und hinten ist ein Aufkleber drauf. Achtung, neuer Sender für die Freischaltung ist Sendeplatz 100 Sky 1 HD. Und hier steht auch drauf, Achtung, neuer Sky 1 HD. So, das steht dann halt da drauf. Das brauchen wir gleich auch. Hier sind dann nochmal Hefte. Hier haben wir dann auch noch so ein Gutschrift von 100 Euro. Da kann ich einen Code freigeben, Kundennummer, Code. Und das kann ich dann an euch weitergeben. Und ihr kriegt dann irgendwie eine 100 Euro Gutschrift oder so. Da muss ich mich erstmal schlau machen, wie das funktioniert. Werde ich dann in die Videobeschreibung machen oder ein separates Video machen. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen damit ja einen Gefallen tun, dass der dann halt eine 100-Euro-Gutschrift kriegt. Oder vielleicht kriege ich ja eine 100-Euro-Gutschrift, ich weiß es nicht. Ich muss dann erstmal gucken. So, dann packen wir das erstmal aus. Wir haben einmal die Skybox, logischerweise. Den Brief, den brauchen wir auch gleich. Dann nehmen wir hier die Pappe raus. Dann haben wir hier eine Fernbedienung. Die ist jetzt hier in so einer Pappe drin. Der ist auch ein bisschen anders aufgebaut, der Receive, also der Karton. Wie gesagt, hier ist eine Papp, so eine Folie. Und beim anderen, den habe ich schon ausgepackt, da war eine Folie. Also keine so eine Papp, so wie jetzt eben, sondern so eine richtige Folie. So. Die Receiver sind aber an sich komplett gleich aufgebaut. Also beide, ich habe auch beides den gleichen bestellt. Ja. Hier ist nur ein Unterschied. Wartet mal. So, das ist eine Skybox. Ja. Und ich hatte ja gezeigt, dass hinten die Festplatte drin ist, beziehungsweise ja, die Karte. Hier bei dem ist es an der Seite. Da, hier ist die Smartkarte drin, die Sky-Karte. Und hier ist die Festplatte, die man rausmachen kann und dann praktisch austauschen kann durch eine größere. Und dann kann man, so, die ist hier an der Seite, bei dem ist es an der Seite. Und das ist die, muss ich mal nachfragen, ob das so ihr wollt ist, das ist von Humax. Und die andere ist auch von Humax. Das ist die ES-Modell, ist ESD-160S-VE und die andere ist nur eine 160, also auch ESD-160S. Und kann ich euch das mal zeigen? Also sind beides, die sehen vom Optischen gleich aus, aber wie gesagt, hier ist es an der Seite und bei der Box ist es unten. Die Smartkarte kommt unten rein. So, hier auf der Hinterseite und die Festplatte ist da drüber. Ja. Die wird hier da drüber gemacht, beim anderen ist es an der Seite. Ob und warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Hier haben wir auch das, hier sind die Batterien, so sieht das hier drin aus, hier sind die Batterien schräg drin. Die nehmen wir jetzt mal raus. So. Beim anderen sind die gerade drin gewesen. So, dann brauchen wir die Stromteile hier. So. HDMI ist bei beiden gleich, rosa. So. Also das ist identisch. Die Fernbedienung ist auch bei beiden identisch. Also ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine Unterschiede. Beim
ersten, da sind so silberrote Batterien drin von Belex oder so. Und hier sind dann Batterien von Duracell drin, ne? Bei dem Paket. Also, ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Sprachtaste, die haben wir auch an der Seite. Also so ist eigentlich alles identisch. Außer, und ich habe die zur gleichen Zeit bestellt, außer wo die Festplatte drin ist und die Smartkarte reinkommt. Das ist bei einem hinten, beim anderen an der Seite. So. Hier haben wir dann auch so ein komisches Band drum. Das war beim anderen schwarz. Hier haben wir dann halt so ein Band drum, womit die Kabel hier drumrum sind. Ja, das können wir hier oben einfach mal abziehen. Brauche ich jetzt nicht extra aufmachen, das geht hier locker ab. So. Dann setzen wir den schon mal unter Strom. So. Dann müssen wir jetzt hier den Brief öffnen. Also da muss ich immer mit Sky fragen, ob was da für Unterschiede sind und warum ich zwei verschiedene Boxen gekriegt habe. Kann sein, dass das eine ein Restbestand ist und das andere eine neue. Ich habe keine Ahnung. So, hier muss ich halt die V15. So, müssen wir ein bisschen mal wegmachen. Wartet mal, ich muss mal gucken, dass man das hier nicht sieht. Aha, temporärer Pin. Aber ich habe eigentlich ja schon einen Pin eingestellt, also müsste eigentlich was anderes sein. Ich guck mal hier, ob hier auch der gleiche temporäre Pin steht. Nein, hier steht auch ein anderer. Gut. Das werden wir uns dann gleich mal angucken. Jetzt müssen wir die Smartcard hier einfach reinmachen. Wir haben hier auch ein Bild, wie rum die reinkommt mit dem goldenen nach unten. Was ich mir aber nicht so wirklich vorstelle. Doch, kann, doch, das kommt mit dem goldenen nach unten. Oder kommt es mit dem goldenen nach oben? Also hier ist abgebildet, dass das goldene nach unten kommt. Dann machen wir das einfach mal so. Wenn wir hier sehen, was passiert. So, dann schließe ich mal die Kabel an, die ich hier habe. Das ist einmal der HDMI. Na, zack. Dann den LAN-Kabel und dann den Satellitenkabel. So. So, das haben wir jetzt angeschlossen. Dann nehmen wir uns hier einfach mal den Stromkabel und machen den hier hinten ran. Das ist auch alles mit Farben gekennzeichnet. Das geht eigentlich sehr einfach. So. Wir haben jetzt auch hier schon Gerät wird gesucht. So. Jetzt müssen wir hier kurz warten. Mein Fernseher sollte dann eigentlich erkennen, dass es eine Skybox ist. Rein theoretisch. Weil in der Liste steht Sky auf jeden Fall drin. So, jetzt können wir hier sagen, manuell starten. Setupbox, Heimkino, OSD-Spielekonsole, Blu-ray-Player. Wir sagen natürlich Setupbox. Direkt mit dem TV verbunden. Weiter. So, hier haben wir Sky-Satellit. Das nehmen wir jetzt natürlich. HDMI 2 ist auch. Bestätigen das. So, jetzt sucht er und überprüft er. So. Hat aber nichts ergeben. Dann gucken wir das einfach mal, wenn er fertig eingestellt ist, nach. So, gehen wir einfach mal hier raus. So. Muss ich ja auch nicht einstellen, aber kommt ja bei meiner Mutter ran. Kann sein, dass er jetzt die Sender nicht gewechselt hat, weil ja hier noch nichts eingestellt ist.
Und jetzt schalten wir den einfach mal ein. Sollte aber eigentlich eingeschaltet sein. Er sucht noch, also es blinkt hier bläulich. Fire TV ist es nicht. Spielekonsole ist eigentlich das hier. Ist eigentlich der richtige HDMI ist es. Ja, auch mal den HDMI-Kabel aus dem Paket nutzen. Vielleicht sind die speziell für Sky irgendwie was da irgendwie konfiguriert. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nicht. HDMI ist HDMI. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. So, dann schließen wir den mal hier hinten an. Rosa, da steht auch Sky drauf, hier auf dem HDMI-Kabel, auf dem rosanen. So, das mal, jetzt muss ich aufpassen mit dem Mikrofon, dass ich hier nirgendwo hängen bleibe. Muss mir mal meine Controller hier wegräumen. So. Jetzt bin ich hier irgendwie auf meine Uhr gekommen, keine Ahnung. So. Ne? Geh doch rein. So. Gerät wird erkannt. Obwohl mein Kabel halt ein 4K-Kabel ist. Es kann ja sein, dass die Sky-Komponenten hier wirklich aufeinander abgestimmt sind. Hat da vorne auch schon irgendwelche Aufkleber drauf, irgendwelche Restbestände. So. Ist alles dran. So. Dann machen wir mal abbrechen. So, jetzt haben wir auch ein Bild. Das hatten wir eben nicht. Also, mein HDMI-Kabel hat nicht funktioniert. Der Sky-Kabel hat funktioniert. So. Willkommen, SkyQ. Starten. Muss ich jetzt... das Sky leuchtet jetzt auch. Aber irgendwie will er die Fernbedienung nicht nehmen. Ach, das ist die falsche Fernbedienung, die ich hatte. So, die will er. Die Fernbedienungen sind wohl auch auf die einzelnen Geräte abgestimmt. Also man kann nicht von einer anderen Skybox das nutzen. So, fortsetzen. In-In habe ich. Bei M2-Kabellösung 1 und 2. Bei einer Kabel-SAT-CR-Lösung schließen Sie Antennenkabel in SAT in 1 an. Haben wir gemacht. Nur das. Deutschland. Jetzt guckt da, Signalqualität habe ich hier nicht. Wieso habe ich hier keine Signal? Ach doch, jetzt habe ich sie. So. Der überprüft jetzt. Gefundene Sender hat er jetzt schon 71, also das geht recht schnell. Wir sind aber gerade mal bei Schritt 1 von 4. Ich
Fernbedienung sieht exakt gleich aus, alles gleich, bloß die Box unterscheidet sich. Also es kann ja sein, dass es verschiedene Gerätetypen sind. Ja, aber die Fernbedienung, die ich jetzt hier habe, ist doch von dem alten. Gucken wir mal hier, an der Seite. Das ist die neue. Also irgendwas haut da jetzt gerade nicht hin, weil die Fernbedienung, die für den ist, die liegt daneben, die ist es nicht. Also die habe ich jetzt praktisch für die Skybox und die Skybox, die jetzt dran ist, die Fernbedienung, die funktioniert da nicht. Also jetzt hoffe ich, dass es mit dem anderen Gerät funktioniert. Dürfte aber eigentlich nicht sein. Oder mir ist jetzt wirklich was durcheinander gekommen hier. Was ich jetzt nicht glaube. Gefundene TV-Sender 187, 200. Gefundene Radiosender 12. Gefundene TV-Sender 246, 257, 262. Alter. Holla de Waldfee. Ich habe gestern über PC, über mein Sky, habe ich schon die Karten aktiviert. Alle beide. Wir sind schon bei 72%. Das geht wirklich rucki zucki. So, und laut Anleitung sollen wir dann wenn du dein Receiver bei der Installation mit dem Internet verbindest und deine Jugendschutz-PIN bereits online eingetragen hast, entfällt Schritt 2. Ach, okay. Also Schritt 2 mit der temporären PIN entfällt, weil ich ja die Jugendschutz-PIN schon über Internet gemacht habe. Prüfen Sie jetzt, ob der Receiver die Freischaltung bereits empfangen hat. Schalten Sie dazu auf Sender 130 Sky 1. Siehst du, Fernsehbild, ist die Freischaltung bereits erfolgt. Falls nicht, geh bitte so vor. Lass den Receiver auf Sender 130 eingeschaltet und warte bis zu 45 Minuten. Schalte in der Zeit nicht um. Willst du nicht warten oder erscheint auf Zeit noch immer der Hinweis kein Freischaltung, bitte ruf, bla bla bla. Gut. Also im Prinzip eigentlich kinderleicht. Man soll einfach nur die Schritte hier durchmachen, 1 bis 4, was selbsterklärend ist. Und dann soll man auf Sender 130 gehen, Sky 1. Das war mal ein anderer Sender. Das war, glaube ich, Sport, Sky Sport oder so. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht genau. So, wir sind bei 74%. Ne Quatsch, 74% Signalstärke. Aber der Balken ist ja schon fast fertig. Bis jetzt haben wir jetzt 1007 Sender gefunden, also TV-Sender, 1008 und 160 Radiosender. Hier kann man auch die Sender sortieren, das weiß ich. So, wir haben es jetzt fertig. Wir haben 1008 TV-Sender und 160 Radiosender. Gehen wir auf Fortsetzen. So, Netzwerk. Wir sind verbunden. Verbindung mit Internet, Verbindung, jup, haben wir auch. Fortsetzen. So, jetzt musste ich mal kurz meinen Jugendschutz-PIN eingeben. Moment. So, da bin ich wieder. Es war nicht mein eingestellter PIN. Es war halt ein anderer. Der temporäre, der hier in dem Brief mit drin stand, den ich jetzt natürlich geändert habe. Richte dein SkyQ mit denen auf deinen SkyQ Receiver und drücke und halte Taste 1 und 3 für 2 Sekunden gedrückt.
Ist doch eingerichtet, aber können wir ja gerne nochmal machen. 1 und 3. So, bitte warten. So, haben wir. Fernbedienung eingerichtet. Dein TV-Gerät steuern. Richtet SkyQ Fernbedienung ein und damit dein TV-Gerät Lautstärke zu steuern. Ja, fortsetzen, das wollen wir natürlich auch machen. So. Hersteller. So, achso, da können wir ja auch hier hochgehen. Da, 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 da. Müssen wir den Hersteller von meinem TV eingeben. So. Samsung. Wenn du die Modellbezeichnung für dein TV-Gerät kennst, kenne ich. So, Samsung TV-Gerät. Das ist bei mir MU90. Will er aber nicht. Warum will er das nicht? Ach, scheiße, wie war denn das? War doch MU-Eigenschaften. Infos über diesen TV. UE 65 MU. Achso, ich muss wahrscheinlich die UE 65 auch eingeben. Okay, UE. Ich habe gedacht, ich muss die Größe jetzt nicht eingeben. Aber so wie es aussieht, muss ich die Größe eingeben. Also U. Geht nicht. OE. Will er nicht. Also das geht nicht und ich habe definitiv manuell. Ich habe definitiv den MU9009. Ihr habt es ja gerade gesehen. M. Gehen wir einfach mal runter hier, was wir hier haben. MD, ME, MH, ML, MP. Mein Modell ist nicht aufgeführt. Nein. Ja. Yamaha. Suchen. Die Einstellung. Ist Einstellung 21 Uhr. Und hier Einstellungen zu testen. So. Und da sind wir jetzt. Und jetzt müssen wir auf Sender 130. Ihr seht oben, Smartcard ist nicht freigeschalten. Wir gehen jetzt hier einfach auf Sky 1. Deine Smartcard ist nicht freigeschalten. Also ich kann unten aber schon hier sehen, was als nächstes kommt. Alle Sender. Ich weiß jetzt nicht, weil hier ist es 100. Ich gehe mal auf 130. Sky Krimi. Ne, 130 gibt es gar nicht. Ne, 100. 100. So. Das war mal 130, ist jetzt 100. So.
Ich mache mal kurz Schluss. Ich muss mal schnell online gucken. So, in der Zeit, wo ich am PC war, hat es denn doch geklappt. Also ist es doch schon freigeschalten. Ja, Bildqualität. Also jetzt, wenn ich hier direkt davor bin, obwohl es ein HD-Sender ist, weiß ja nicht. Vielleicht, weil es eine ältere Sendung ist. Also wir sollen jetzt den Code eingeben. Das ist eine Jugendschutzsendung. Hier ist besser. Also die alten Dinger sind halt nicht so... Ach, an der Seite haben wir denn jetzt hier die Apps, die wir aufrufen können. Wir haben auch den Sky Store. Gucken wir uns mal an, was da so drin ist. Sky Store. Ja, bestätigen. So, da können wir jetzt hier Filme kaufen, so wie es aussieht. Pets 1, Teil 1 zum Beispiel. Gucken wir mal rauf, was das kostet, ob da auch was steht. Vorbestellen. Wir können es vorbestellen. Das kostet 17,99 €. HD plus Blu-ray Disc. Da kriegen wir eine Disc halt. HD und eine Blu-ray halt. Vorbestellen, HD und DVD. Und vorbestellen nur HD, das heißt halt nur auf Sky gucken. 13,99 €. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier zurück ist. Gucken wir, was wir noch haben. Dann haben wir halt die Netflix-App. Da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ob wir hier jetzt auch unsere Netflix-Daten eingeben können oder ob wir gezwungen werden, einfach die Sky-Daten zu nehmen. Nee, kostenlose Probe, einloggen. Wir können uns auch ganz normal... Hoppala, jetzt bin ich aus Versehen auf Falsche gegangen. Nein, wollen wir jetzt nicht. Ich will da jetzt nicht rauf. Menü. TV-Guide. So, alle Sender. So, also wir können bei Netflix ganz einfach unseren Netflix-Account nehmen. Ich empfehle euch aber, wenn ihr Netflix habt, schließt den Account, also sagt Sky halt so und so, ich habe schon einen Netflix-Account, blasölz, das will ich nämlich als nächstes machen, weil dann können wir die teure Netflix-Version, die ich auch habe, für 15,99 € kriegen, aber wir zahlen nur 10,99 €. Also wir kriegen dadurch, weil wir mit Sky machen, halt einen Rabatt von 5 €. So hat mir der Sky-Typ das erklärt. So, Store, das ist Sport, Spotify kennt ja auch jeder. Wir haben ja auch Mediatheken, Wetter, ARD-Mediathek, YouTube haben wir auch. Ich denke mal, die Apps können wir dann auch noch zusätzlich noch neue dazufügen. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal so eine Grundeinstellung von den Apps. So, da können wir uns jetzt anmelden. Ich will mich jetzt hier nicht anmelden. Da kann meine Mutter sich anmelden mit ihrem Account. So, was haben wir denn hier? Also oben haben wir erstmal Home. Da haben wir dann hier so ein paar Tipps. Legion. Warriors, das ist halt die Mediathek. Da können wir jetzt hier zum Beispiel Rosenheim Cops, können wir jetzt angucken. Funktioniert auf jeden Fall schneller als SkyQ App. Das kann ich euch schon mal sagen. TV Guide. Alle Sender. Können wir die jetzt hier auch irgendwie sortieren? Nicht. Da muss ich mich erstmal beschäftigen, wie man das macht bei der Box. Weil meine Eltern wollen ja eine bestimmte Reihenfolge von den Sendern haben. So, dann haben wir halt, wie gesagt, den TV-Guide. Aufnahmen haben wir jetzt natürlich nicht vorhanden, weil wir haben keine Aufnahmen. Ihr hört meine Tochter. Serien, hier sind jetzt... Machen wir mal auf alle Serien. So. Hier wären dann rein theoretisch eure Serien. Die können wir jetzt hier natürlich nicht nehmen, weil das ist im Paket von meiner Mutter nicht mit drin. Doch, ist mit drin. So, Sky Original. Müssen wir jetzt den Jugendschutzcode wieder eingeben. So. Und schon startet's. Haben wir kurze Werbung. Ja. So, nochmal Werbung. Wieso ist denn hier so viel Werbung, ey?
Eigentlich müsste Modern, also das müsste Modern das ja gucken können. Und schon wieder Werbung. Das wollen wir jetzt nicht, das nervt mich jetzt einfach. Nehmen wir einfach mal Folge 2. Weil die Sky-Sender sind bei Modern ja drin, aber... Naja, okay, dann halt nicht. Ja. Weil rein theoretisch, weil hat sie, die Sky-Sender hat sie ja. Und das müsste eigentlich da sein. Netflix. Ja, da wird Netflix natürlich angezeigt. Skybox. Kürzlich hinzugefügt. Also das wird mir alles nicht angezeigt. Billions zum Beispiel. Ich kann mir jetzt die Folgen hier angucken, zum Beispiel Staffel 4. Und wenn ich jetzt hier auf eine Folge raufgehe, kommt natürlich nichts mit Jugendschutz oder so. Aber da kann ich starten. Ja, Juna. Das geht. 55 Minuten. Das läuft. In einer guten Qualität. Was sagt mir mein Fernseher an, was wir haben? Wir haben jetzt eine HD-Qualität. 1920 zu 1080 50i in HD. Das Bild sieht wirklich sehr gut aus, aber ein P wäre natürlich schön schöner. So, gehen wir mal raus. Wir gucken mal, was wir noch haben. Wir haben Filme. Hier sind logischerweise die Filme drin. Hier zum Beispiel Mile 22. Um diesen Inhalt zu... Was? Um diesen Inhalt zu sehen, erwerben Sie bitte... Erweiter bitte dein Abo. Okay, den kann ich nicht gucken. Okay, Filme sind bei mir nicht mit drin. So. Also bei Modern. Wir haben halt nur das kleine Paket. Sport ist auch bei uns nicht drin. Also das wollte meine Mutter explizit nicht. Und mein Vater interessiert sich dafür auch nicht. Sport-News gehen ja, aber interessiert mich jetzt eigentlich eher weniger Sport. Jetzt Sky Sport HD. Komischerweise können wir die gucken, obwohl wir die gar nicht haben. Also wir wollten kein Sportpaket. Weil es uns nicht interessiert. So, Sky Store, haben wir hier nochmal den Store drin, Dokus und Arts. Hier sind dann halt Empfehlungen, Serien, Filme. Da können wir jetzt zum Beispiel hier bei Filmen, nehmen wir mal hier große Abenteuer. Das geht natürlich auch. Ist vom Discovery Channel. Ist halt hier sehr schön aufgelistet. Kids haben wir dann noch. Da haben wir dann so ein paar Filme und Serien für Kids. Apps. Hier sind dann alle Apps. Hier können wir dann natürlich auch Apps hinzufügen. Mediatheken. Wir könnten jetzt Arte noch hinzufügen. Und hier Sky Store ist ja schon da. Netflix, Spotify, Blue Movie ist auch schon vorinstalliert. Red Bull, Motorvision, Vevo. Das ist doch, glaube ich, irgendwie so ein Musikding ist das. Wetter. Mehr ist hier jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht drin. Wäre interessant, wenn hier vielleicht noch Amazon Music oder Amazon noch dazu kommen würde. So, Einstellungen. So. Da drücken wir einfach mal rauf. Status. Hier haben wir den Status. Wir haben satt und wir haben eine Verbindung mit, also Internet verbunden. Systeminfo. Hier können wir dann halt die ganzen Systeminfos angucken. Welche Software, welche Mac-Adresse. Noch ist es ja so. Können wir hier anzeigen, Diagnose. Zack. Oh, falsch. Okay, immer. Also immer wenn ich sage hier zurück, will er nicht. Und dann muss ich das Haus-Symbol drücken. So, Systeminfos. Und dann haben wir halt hier noch Software, Haftungs... Barrierefreiheit können wir noch machen für Hörgeschädigte. Da wird euch halt gesagt, Sky 1 HD, hoch, runter, links, rechts. Also alles, was er macht mit der Fernbedienung, wird euch dann kommentiert. Wir können auch einen hohen Kontrast machen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Das sieht dann so aus. Dann ist das ganze Menü schwarz. Das ist halt für Sehbehinderte oder Seheingeschränkte. Heißt ja Seheingeschränkte, oder Hasi? Ja, Seheingeschränkte. So.
Sendung mit Untertitel im, können wir jetzt zum Beispiel Untertitel an- oder ausmachen, wollen wir aber jetzt halt nicht. Einrichtung. So, Netzwerk verbunden. Fernbedienung, Bluetooth, wir könnten jetzt hier mit Bluetooth noch hinzufügen, also für irgendeine Musikanlage oder was weiß ich. Bildton können wir jetzt hier noch einstellen, Bildschirmauflösung. Die wollen wir natürlich hochstellen. Es bringt mir jetzt nichts, auf 4K zu machen, weil meine Mutter hat kein 4K, deswegen 1080p. Und bestätigen, wir haben immer noch ein Bild. Wir können auch 4K Ultra HD nehmen. So, dann haben wir Audioeinstellungen, da lasse ich einfach Stereo, Dolby, optischen Ausgang lassen wir Dolby, weil optischen werden wir nicht anschließen. Wir können eine Tonverzögerung für HDMI machen, brauchen wir nicht. Über optischen können wir eine Tonverzögerung machen. Das ist jetzt wichtig, wenn ihr zum Beispiel ein HDMI-Gerät angeschlossen habt, also den mit HDMI am Fernseher habt, zusätzlich aber eine Soundbar dran habt mit optisch oder das geht erst zur Soundbar, dann zum Fernseher und ihr habt da vom Ton ein kleines Delay, dann könnt ihr hier das ausgleichen. Oder ihr wollt beides anhaben, Soundbar und Fernseher, dann gibt es bei den meisten Geräten auch ein Delay, dass der Fernseher vielleicht eine Millisekunde oder so zuerst da ist, dann kommt die Soundbar oder Soundbar ist schneller, dann könnt ihr das hiermit auch ausgleichen. Also ihr könnt hier Tonverzögerung für HDMI und Tonverzögerung für optischen Ausgang. HDMI-Steuerung habe ich angemacht, also damit können wir dann halt mit der Fernbedienung, mit der Sky-Fernbedienung unseren Fernseher steuern, laut leise machen. Das geht bei mir jetzt leider nicht, weil bei mir ist im Fernseheinstellung ist sowieso kein Fernsehlautstärke drin, weil alles über die Soundbar geht. So, Optimierung für Bildwiedergabe. Stelle Optimierung für Bildwiedergabe an, um Apps von Drittanbietern reibungslos auf SkyQ-Receiver nutzen zu können. Ja, dann werden wir das mal machen. Na, geh mal rüber hier, machen wir mal an. Wenn der sagt, das ist wichtig. So, Satellitenempfang. So, Satellitensignal ist verfügbar. Satellitenstärke haben wir 71%, Signalqualität sind wir bei 90%, LMB-Spannung können wir jetzt hier nicht einstellen. So, Voreinstellungen, bevorzugtes haben wir HD, Audioplay, Deutsch, Untertitel wollen wir natürlich nicht haben, ist ja Quatsch. Achso, mit zurück geht's. Ah, okay. Favoriten, wir können jetzt unsere Favoriten hier verwalten und können dann hier unsere Favoriten, die wir haben wollen, reinmachen. Meine Eltern haben eine feste Senderliste, das werde ich dann da machen bei meinen Eltern. Das ist dann halt ARD, ZDF, also eigentlich so wie die Senderliste hier ist, wollen meine Eltern das eigentlich fast so haben, außer hier Bayern, das kann alles nach hinten. Ja, da werden wir dann noch eine Liste erstellen, das werde ich mit meinen Eltern dann logischerweise zusammen machen. So, Energiesparmenü, Eco, eigentlich brauchen wir das nicht, aus. Scheiß halt auf Energiesparen. Jetzt ausschalten wollen wir auch nicht. Rechtliches, Impressum und Datenschutz interessiert uns auch nicht. Hilfe haben wir hier noch. Da haben wir dann halt über neue SkyQ, Live-TV. Also haben wir hier einige Sachen, die wir uns dann halt in Videoform angucken können. Wenn wir da irgendwie, zum Beispiel meine Sky-App zum Beispiel, wenn wir da irgendwie Probleme haben oder hier Favoriten bearbeiten. Also das ist schon für jeden was mit bei. Das ist schon mal ganz gut. Also ich finde das gut, dass hier Videos drin sind, dass man sich das schnell angucken kann und sagen kann, ey, cool, ich habe Probleme, das läuft bei mir nicht, ich möchte die Sendersuchlauf machen. Und dann kann man sich hier ein Video angucken. Und das ist natürlich schneller erklärt, einfacher erklärt, als wenn man irgendwie sich was durchlesen muss. Mein Account. Hier haben wir jetzt meinen Account. Den können wir jetzt hier pinnen für alle Geräte. Sky-Pin, Jugendschutz-Pin, das habe ich ja gemacht. Ja, können wir ja hier raufgehen, mein Account. So, jetzt wird es geladen. Und jetzt können wir hier den Pin ändern. Wir können den Jugendschutz-Pin ändern. Wir können den Sky-Pin zurücksetzen. Wir können Jugendschutz-Pin zurücksetzen. Ja. Und wenn wir jetzt den Pin ändern wollen, müssen wir hier den aktuellen eingeben. Ich muss mal gucken, ob das auch so ist, wie ich das gemacht habe. So, gehen wir das ein und dann gehen wir hier neu ein. Ich gebe eigentlich jetzt den gleichen dreimal ein.
weiter. Die Jugendschutzpin wurde erfolgreich geändert. Sky-Pin und Jugendschutzpin sind jetzt die gleichen. So, das erleichtert halt vieles für meine Eltern. Das kann ich dann auch hier dann noch separat, also brauche ich denn nicht meinen Laptop mitnehmen und da was einstellen. Das kann ich jetzt hier alles separat schön über die Box einstellen. Das ist schon mal sehr positiv. So. Und das war eigentlich schon zur neuen Skybox. Wir können ja mal hier nochmal TV-Guide. Nee, warte mal, wir gehen mal auf Serien. Und wie gesagt, ihr habt bei Serien nicht nur die Sky-Serien drin. Ihr könnt hier natürlich auch auf Netflix gehen und kommt auf die Netflix-Serien. Das finde ich sehr schön gelöst. Wir können auch alle Serien sagen. Viele haben jetzt hier kein Bild. Ja, das ist jetzt zum Beispiel von Skybox Set. Code 100, das würde jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, nicht gehen. Warte mal. Ach Mensch. Weil wir haben, wie gesagt, das Filmpaket nicht dazu genommen. 8 Tage. So, dann gehen wir einfach mal hier rauf. Jetzt will er einen Jugendschutzpin. Und es kommt Werbung. Also das ist bei uns halt nicht mit bei, weil das Filmpaket haben wir nicht. Beziehungsweise dieses Paket. Aber wir können Serien. Alle Serien. So, und oben steht jetzt Boxset. Hier zum Beispiel Sky One 911. Da können wir raufklicken, weil Sky One, den Sender, haben wir. Der ist bei uns mit bei. Den haben wir ja eben geguckt. Also läuft natürlich auch was auf Sky One läuft in der Mediathek. Die Mediathek finde ich sehr schön aufgebaut. Da hat Sky wirklich viel dran verbessert. Läuft viel einfacher, viel flüssiger. Die Suche würde ich jetzt hier echt noch ein bisschen optimieren. Ja, dass man, wenn man hier, man kann nach Generis suchen, alle Serien, Skybox-Serien, Boxsets, ja. Hoppala. Shows kann man suchen, kürzlich hinzugefügt wird einem angezeigt. Wenn man jetzt hier noch bei alle Serien noch irgendwie eine Zwischenkategorie hätte, irgendwie nach Buchstaben oder was weiß ich, dass man hier oben vielleicht eine Liste hat, A bis Z, und da dann halt nach Buchstaben klicken kann. Weil das ist bei allen Serien ist jetzt schon echt viel, was man hier durchscrollt. Warum jetzt hier keine Covers angezeigt werden, kann ich euch echt nicht erklären, weil normalerweise werden Covers angezeigt. Hier haben wir zum Beispiel von Sky Krimi was, das ist was für meinen Vater. Da kann der dann raufklicken, gibt den Jugendschutzpin ein und kann Krimis gucken. Ohne Ende. Ohne Ende. Meine Mutter kann ihr Romanz-TV gucken. Das müsste so ja in der Mediathek ja dann auch die Serien oder die Filme müssen ja drinnen sein. Dann geht sie dann einfach auf Filme. Das dauert eine Weile, bis sie das raus hat, bis ich ihr das erklärt habe. So. Auf. Emotion, ja. Sky Cinema. Sky Cinema zum Beispiel ist jetzt nicht mit bei. Ja, das ist jetzt, könnte ich jetzt hier anklicken. Ist im Paket nicht enthalten. Also da müsst ihr immer oben gucken, von wo das ist, was ihr gerade gucken wollt. Also was da gerade drin ist. Ich gehe nochmal auf Filme. Ich verdrück mich immer. Emotion, war Hase? Ja. So. Und das ist jetzt auch Sky Cinema, die gehen jetzt hier alle nicht, weil das ist bei uns im Paket nicht mit drin. Ist alles hier, oh, Romanz TV, das ist was für meine Mutter. Hier, können wir hier oben, ist glaube ich auch mit bei, nee, das ist schon wieder Sky Cinema. Hier, oh, verzweifelt die Nanny, verzweifelt gesucht. So, Rosamunde Pilcher, auf sowas steht meine Mutter. Und das ist der einzigste Grund. Rosamunde Pilcher, also Romanz TV und Sky Krimi, beziehungsweise RTL Krimi, die Krimi-Scheiße für meinen Vater und Romanz TV für meine Mutter. Das ist der einzige Grund, warum meine Eltern sich Sky anschaffen. Es klingt doof, ist aber wirklich so. So, und da können wir jetzt natürlich hier auch noch spulen, wenn wir wollen. Da freut meine Mutter sich, da verpasst sie jetzt nichts mehr. Da kann sie... Wenn da Filme kommen bei Romanz TV, was sie schon gesehen hat, kann die jetzt alles wiederholen, was sie nicht gesehen hat. Also die wird die nächste Zeit aus ihrem Zimmer nicht mehr rauskommen. Und die Qualität ist eigentlich okay. Meine Mutter kennt sowieso den Unterschied zwischen SD und HD nicht. Also pff.
Aber wirklich, die Qualität ist, ja, stellenweise HD, würde ich sagen, aber stellenweise bisschen pixelig. Ist wahrscheinlich das normale ZDF, aber geht schon. Also für meine Eltern reicht das aus. So. Oh Gott, jetzt muss ich aber erstmal hochkommen. So, das soll es zur neuen Skybox gewesen sein. Das nächste Einstellen von der nächsten Box wird wahrscheinlich, dann wird es schneller gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den kleinen Überblick über die Skybox. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. So, doch nochmal ein kleiner Nachtrag. Die Fernbedienung funktioniert definitiv nicht. Ich habe auch nochmal die Skyboxen kontrolliert. Die Skybox, die ich als erstes gemacht habe, wo der Kartenslot hinten ist und die Festplatte, die ist ein Modell von 2016 aus Polen. Die andere ist von Humax von 2018 aus China. Hier kann ich drücken, was ich will. Es funktioniert nicht. Ich habe jetzt meinen Fernseher eingestellt. Der hat die Skyboxen nicht gleich erkannt. Also ich habe gesagt Skybox, aber ich konnte nichts machen. Deswegen musste ich die Modellbezeichnung eingeben. Und die Modellbezeichnung findet ihr auf der auf der Rückseite. Das ist bei dem einen ein ESD, also großes E, großes S, kleines D, minus 160, kleines S. Und bei der, die nicht funktioniert, kommt da hinten dann noch ein Schrägstrich VS. Oder VD oder so war das. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Und dadurch kann ich jetzt praktisch steuern mit so Fernbedienung einrichten. Manuell. Drücke 2 und 8 gleichzeitig. 2 und 8 gleichzeitig. Und achte darauf, dass doppelt aufblinken des Sky-Logos. Okay, gut, machen wir. Auf deiner Fernbedienung. So, jetzt haben wir das gemacht. Auf der Fernbedienung blinkt hier ein Sky-Logo. Hab ich die Batterien vielleicht nur falsch rum reingemacht? So, hier, das kommt nach oben. Es kann sein, dass so wie es aussieht, vielleicht so ja die Fernbedienung im Arsch ist. So. Sky Fernbedienung einrichten. Ja. Fernbedienung eingeben. So, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ich will da jetzt wieder zurück. Dann gehen wir einfach mal Yamaha ein. Was ist denn mit ihr jetzt? Ich verschluckt. So. Fernbedienung Code 1. So, also das muss ich jetzt hier noch hinkriegen, um die SkyQ-Fernbedienung wieder neu irgendwie zu verbinden. Weil wie gesagt, die will nicht. Die will absolut nicht. Also die hat entweder einen Defekt oder ich habe keine Ahnung, was mit der ist. Jedenfalls will die nicht. Aber man kann hier Fernbedienung einrichten. Also ich denke mal, wird die Möglichkeit geben, dass man hier eine Fernbedienung zuweist oder so. So, das sollte jetzt noch zum Nachtrag gewesen sein. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. So, ich habe jetzt mit Sky nochmal telefoniert. Wenn ihr das Problem habt, eure Fernbedienung ist nicht angemeldet und ihr könnt nichts steuern, dann müsst ihr die Tastenkombination 7 und 9 drücken. Dann blinkt das hier oben. Ich mache das nochmal. So, seht ihr das? So, jetzt blinkt das. Jetzt müssen wir hier halt kurzweilig warten. So, und danach, wenn der denn sich angemeldet hat, müsst ihr 1 und 3 gleichzeitig drücken. So, und dann kommt halt dieses hier, Fernbedienung einrichten. Das habe ich eben zwar nicht gebraucht, aber ich habe es sicherheitshalber doch nochmal gemacht. Jetzt sucht er hier praktisch nach Fernbedienung einrichten, bitte warten. Richte deine Fernbedienung auf den SkyQ-Receiver. So machen wir jetzt hier und drücken 1 und 3. So, lassen hier los. Ich halte jetzt weiter die Fernbedienung auf den SkyQ-Receiver und
da seht ihr das schon. Und fortsetzen. Und dann könnte man jetzt hier noch Fernbedienungen hinzufügen, einrichten. Für TV-Gerät brauchen wir jetzt nicht. Also falsch hier. Und ich kann jetzt mit der Fernbedienung alles benutzen. Das funktioniert wunderbar. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Ahoi, sagt euer Odin.